Alola, wir sind wieder da. Alola. Und ja, ich muss gleich zu Anfang sagen, ich habe schon ein bisschen was offscreen gemacht, Die Top 4 obwohl besiegt. die Top 4 besiegt, ja, natürlich. Also, Insolvenderschaft abgeschlossen. ja, ich bin eigentlich schon durch mit dem Spiel, aber ich konnte irgendwie durch ROM-Hacking die Story zurücksetzen. Nein, Ich ich glaube habe. nicht, dass man schon Pokémon Sonne und Mond hacken kann. Sicherlich wird es irgendwie möglich sein, aber Aber zum derzeitigen Zeitpunkt völlig ausgeschlossen. man muss wissen, wie, denke ich. Also, es gibt keine Tools dafür, sagen wir es mal so. So, ich Bitte, habe auch. bitte nimm dir 10 Sekunden Zeit, diese Anspielung zu verstehen. Danke. Was nochmal? Jetzt Ich kam glaube, ich dass nicht es durch. nicht möglich ist, Pokémon Sonne und Mond schon jetzt zu hacken. Oh, ach so. Ach so, naja. Glaube ich nicht. Nein, nein. Nein, Guck mal, eigentlich nicht. Kramurks. Ein Und ein Kramurks, ja. Rechner. Was? Und ein Rechner. Und ein Rechner, genau. Das ist unser PC. Und, Hast du da schon dieses Abenteuerinsel-Ding gefunden? Das Abenteuerinsel-Ding. Welches Abenteuerinsel-Ding meinst du? Ja, dann hast du es noch nicht gefunden. Okay. Oh, geil, Junge, zwei Evoli! Ja, ne? Ich habe ein paar Pokémon gefangen offscreen. Und ehrlich gesagt nicht nur zwei Komplimente für Evoli, drei. sondern ja, da ist Oh. noch ein drittes. Wo hast du die denn her? Von Route 4, da tauchen die auf. Oh. Und guck mal, was ich noch gefunden habe. Hier, über dem Pfeil. Ein Vonera, krass. Ja, und das will ich nämlich eigentlich zeigen, aber ich glaube, das geht nur tagsüber, wie man das bekommen kann. So, und außerdem würde ich gern Mark ins Team nehmen, weil den habe ich so ein bisschen hochgelevelt, aber. Ach, und ich habe übrigens unser Links zu einem Linksradikal gemacht. Linksradikal. Ja, pass auf, ich würde dann gerne mal, was weiß ich, Ey, ich nehmen glaube, wir. ich weiß, welches Wesen es in der englischen Version hat. Na? Ruff. Ruff. So, wen wollen wir eigentlich rausnehmen? Ich wäre ja für Wingull, weil wir haben einen Flug-Pokémon sogar mit einer Kampfattacke und Ja, wir haben pass jetzt auf. Wasserball Slowpoke. Wir wissen ja aus der offiziellen Seite, dass Myla Gestein-Pokémon trainiert. Wir sollten also Wasser mitnehmen. Allerdings, wenn wir jetzt sagen, wir gehen auf Patrick, dann brauchen wir Wingull nicht. Ja. Aber Patrick kann halt auch Gena und deshalb ist er wertvoller. Ja, Also, genau. ja, Also, Wingull weg. Wingull rein und dann würde ich Mark mitnehmen. So. Und guck mal, was Mark hat. Locker Ich war. Technica. Nein. Ich meine, unter dem. Prokurus? Ich war so geschockt. Vor allem, krieg so geile Sachen. Ich krieg ein Vonera. Ich krieg drei Evoli. Ich krieg einen Pokerus und nichts Und davon. ein Slipper. Nichts hab ich aufgenommen. Ah! Ja, Exilio Entertainment, beste Qualität auf diesem Kanal. Ja. Echt super, ne? Und ja, genau, vor allem, du hast doch gerade eben angesprochen, man könnte es ja, oder man kann es da sicherlich nicht hacken. Ist Das korrekt. Problem ist, wer glaubt mir das denn bitte, wenn ich keinen Bildbeweis habe? Dass mir das wirklich passiert ist. Ich bin hier hingegangen und auf einmal, Pokerus, bla bla bla. Ich gucke in mein Team, was zum Geier, alle haben den Pokerus. Das Team, was ich trainiert habe, kann ich übrigens nochmal zeigen. Das ist ja nämlich gewesen. Moment, hier, genau, ich habe Neburak trainiert. Ich habe Jawohl. Arcani. Die sind jetzt eigentlich alle so auf dem Level-Niveau wie fast so wie Du hast viel zu viel Mizunda. Freizeit. Ja, ein bisschen, ne? Knutschkugel, hier. Oh. Werwolf ist auch ziemlich hoch jetzt schon, ja. Und Ja. Evoli kam dann dazu. Weiß ich nicht, also eigentlich wäre das auch ein geiles Team bald. Aber ja. Vor allem mein Mauzi, das habe ich sogar so weit gestreichelt, es hat dann die gleichen Vorteile wie Mizunda. Okay. So, aber wollen wir jetzt mal weitergehen? Also es ist auf jeden Fall schon einiges passiert, ne? So, gehen wir mal auf Route 4. Ich kenne mich hier ja schon aus. Ach, da geht's sogar weiter. Und nicht unten Genau. rum in den Dschungel. Nee, nicht unten rum. Ah, soll ich mal unten rum Richtung Dschungel gehen? Da passiert nämlich auch was. Genau, ich Noch zeige ein erstmal. Tauros. Nein, kein Tauros. Es ist kein Tauros. Dann ist es ein Wer hätte es Milchtank. gedacht? Es ist Wow. ein Bissbarg. Mein Bissbug ist wirklich sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, wenn es was gefunden hat. Am besten nimmst du einen anderen Weg, bis es hier alle verborgenen Items entdeckt hat. Borg! Borg. Borg! So, übrigens, ich Bissbug. habe auch noch was anderes Schönes gefunden. Erstens mal, wenn man zurückgeht nach Hauholi City und dann in das, also auf den Friedhof, kann es passieren, dass eine alte Dame, nee, dass eine Dame
auf eine Macho-Mai, die wird von ihm getragen, an einem Grab steht und einem Schleuder gibt und eine schöne Geschichte erzählt. Außerdem gibt es auf dem Friedhof ein Zygarde-Teil, sagen wir mal so. Der hat hier am Friedhof einen geschleudert, krass. Ja, genau. So, Tipps nice. Für Trainer, jetzt kommt was Schönes, worüber wir schon gesprochen haben. Je nach Level des Gegners erhält ein Pokémon unterschiedlich viele Erfahrungspunkte. Mm. Ist normal, ne? Je höher das Level, desto mehr Erfahrungspunkte. So, aber wenn der eigene Level weit unter dem des Gegners liegt, erhält es mehr EP. Okay. Umgekehrt erhält es umso weniger EP, je höher der eigene Level über dem des Gegners liegt. Das heißt, das EP-System ist hier ziemlich nah an Black and White. Ach, guck mal, warte mal, der Typ in dem roten Hemd, ist das nicht der Mr. Mystery? Gucken wir mal. Kantai City wurde einst von Trainern gegründet, die viel in der Kanto- und Johto-Region herumgekommen sind. Nö. Nicht, dass ich wüsste. Kommt es mir so vor oder bringen immer mehr Leute Pokémon aus Kanto mit nach Alola? Ja. Ja, bis die große Wand gebaut ist. The huge wall. Wie heißt das eigentlich, die Leute aus Kanto? Sind das Kantonesen? Muss wohl. Nee, also das nochmal zum Level-System. Also es ist mir auch beim Leveln aufgefallen, als ich Mauzi auf Level 30 bringen wollte eigentlich. Das hat nicht so gut geklappt, weil so ab Level 20 hat sich's echt nicht mehr gelohnt. 100 EP pro gegnerisches Pokémon oder sowas. Okay. Und die sind hier bis Level 14. So, an den müssen wir mal ran. Da war ich nämlich vorher noch nicht. Rein an den Mann. Ja. Sobald sich unsere Blicke treffen, bin ich zur Stelle. Dafür musst du nicht mal klingeln. Ist das ein Page? Oh ja, natürlich. Oder ein Koch oder irgend so ein Angestellter. Ein religiöser. Hotelpage, genau. George. Jorge. Jorge. Hotelpage Jorge. Hotelpage Jorge. Übrigens, im Pokémon Center von How Holy City oder wo das war, gibt es eine, die fragt dich, ob du ein Driftlon einfangen und im Pokédex registrieren kannst. Die soll es ja auch an dem Friedhof geben. Habe ich leider keins gefunden in der Zeit, wo ich da war. So, Könnte ich mir vorstellen, dass es nachtexklusiv ist. Ja, das wäre möglich, ja. Gut, was nehmen wir? Schlecker Wochen. Können wir nehmen. Ja, sehr effektiv, Geist auf Geist. Bam. Ja. Weiter so. Bam. Skull. Chest. Fuck. Ich höre das auch immer in der Bahn. Ich habe da total den Ohrwurm von. Aber ich liebe Team Skull. Das glaube ich. Talkin' Raw, Talkin' Raw. Jawohl, Hulk Hogan. Hulk Hogan und Türkan erreicht Level 17, ja. Bitte, nicht nur, dass ich jetzt kein Trinkgeld kriege, ich muss sogar mein eigenes Geld rausrücken. Ha, 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 ha. Ja, Augen auf bei der Berufswahl. So, okay, also wir können aber natürlich auch hier durchgehen. Gibt's da noch ein Item? Super Ball. Wow. Ja, habe ich nicht aufgesammelt extra, damit ich es zeigen kann. So, und außerdem gibt es hier einen kleinen Weg, der führt zu einem Stein. Ist nur ein Stein. Sehr verdächtig. Sehr, sehr unverdächtig. Mini-Pilz. Gucken, ja. Ob da noch einer ist, wie bei den Bären. Noch ein Mini-Pilz? Nein, nicht wirklich. So, die hier, die ist keine Trainerin. Zigarkern. Yep. Sich schlängelnde Wege bergen oft geheime Orte, die man nur leicht übersieht, ja. Nee, glaube ich nicht. Hier ist Zygarde, irgendwas. Jawohl. Eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Yo, dat. So, dann gibt's hier hinten einen Trainer. Ha. Du kennst dich ja schon richtig gut aus. Ja. Du kannst mich den Sammler nennen. Warum? Weil ich gerne Pokémon sammle. You don't say. Wow. Oh, das ist wie mit der Pressekonferenz bei Rhythm Heaven. Oder Rhythm Paradise, Beat the Beat, irgendwas hier. Hier. Er ist wirklich stark, der Ringer. Man nennt ihn einfach nur den Ringer. Yo, Pokémon-Sammler Tor. Setzt man Fuck so ein. Oh, kriegt man ein das nicht auch? Ein spannender Kampf in der blauen Arena. Müsste ich das nicht auch bald kriegen? Also bis 17. Januar oder sowas ist doch eine Mamfaktor-Aktion. Ich kann es ja mal Wi-Fi anschalten. Na, ich glaube, das lasse ich mal noch. Ja, noch keine Lust. Nee, ich habe einfach, genau, ich habe keine Lust an Mamfaktor. Außerdem, ich habe da noch so viel Zeit bis dahin, haha. So, was wollen wir denn jetzt mal nehmen? Soll ich mal lieber mit einer kraftvollen... Jawohl. Ja. Na, mal gucken. Was draus wird. YMCA.
ey. Oh mein. Wusch. Hulk Hogan in Z-Kraft. Yeah. Hulk Hogan nimmt all seine Kraft zusammen. Wusch. Du hast die Animation ausgeschaltet? Ah, verdammt, die muss ich ja mal wieder anschalten. Hupsi. Entschuldigung. Kindwurm, was war denn enttäuscht. Das war ein Kindwurm für eins. Kindwurm ist Drache. Nur Drache? Haben wir ja da was gegen? Ich habe keine Fähigkeiten. Eis, aber wir besitzen kein Eis. Ansonsten hilft nur Drache selber, aber haben wir auch nicht. Ich würde über Spezialattacken gehen. Also kannst du Hulk Hogan mit Glut machen. Ja, aber das ist doch nicht sehr effektiv. Da dachte ich mir, vielleicht gibt's da ja, was. Ja, aber hier Spezial ist besser als physisch. Deshalb kein Feuer. Ach Mist! Glut sollte es ja dann sein. Na gut, klar, gleich haben wir das. So. Ich, Ja, Entschuldigung, weil es eine Feuerattacke aus. Außerdem, das hat jetzt nicht so viel mehr gebracht. Ich glaube, Feuerzahn ist auch generell ein bisschen stärker. Was machen wir mit Schlecker hier? Machen wir dicht. Machen wir dicht, genau. Wumm. Oh, dieser Fukuhila von Kindwurm. Ja. Von Fukuhiva. Fukuhiva. Vorne kurz, hinten Wurm. Oh. Ach, jetzt habe ich meine Sammlung wohl um eine Niederlage ergänzt. Okay, dann wollen wir unser Pokémon mal pflegen. Kannst du tauschen. Boah. Ach so, ja. War ganz schön dreckig da. Aber so was von. Ach, wie ist das genießt? Wie schön. Oh, ehrlich gesagt, ich hätte ja am liebsten auch noch Vonera im Team, aber das hat nur wirklich keine Angriffe, das hat nur Imitator. Und, aber wenn man das streichelt, das sieht so süß aus! Ich brauche nur noch einen ovalen Stein, dann kann ich mir einen Chanera draus machen. Auf der anderen Seite, ich könnte mir auch von Alpha Saphir einfach mal ein Hytera rübertauschen. Ja, tu das mal. Geht ja über Pokémon Bank, obwohl noch, nee, noch gar nicht. Nee, ich hab demnächst sowieso Besuch und da ist ein 3DS mit im Spiel, da könnte man das so machen. Von 3DS zu 3DS. Von der 6. in die 7. Generation tauschen? Wird doch sicherlich gehen, oder? Nein, nur über die Pokémon Bank. Boah, wie gemein! Das ist ja fies. Ist halt immer so, nur innerhalb der Gen. Geht's doch sonst datentechnisch nicht. Aber wieso? Klar, da gab's doch sogar schon in der 2. Gen die Zeitmaschine. Da durfte man dann keine Pokémon und Attacken mit reinnehmen, das die war aber in auch der das ersten Gen dann. Das war auch das Einzige, was so funktionierte in der kompletten Pokémon-Geschichte. Sonst immer nur von alt nach neu. Und Pokémon Bank ist jetzt das Bindeglied dafür. Oh Mann. Na gut. Muss ich mir mal. Oh, das ist ja gemein, da muss ich ja extra so ein Jahresabo nehmen dafür. Ja, komm, 5 Euro. Ja, okay, das stimmt, das geht. Oh, Shinichi! Kudo! Ja. Aber Moment, müsste er dann nicht kleiner sein? Ist wahrscheinlich bevor der da gecatcht wurde. Ein Radfratz! Ein illegales Einwandererradfratz. Nee, das illegale Einwandererradfratz, das ist ja das mit dem Schnurrbart. Ja, aber das hat zumindest irgendwann mal eine Staatsbürgerschaft beantragt. Das da ist fremd. So, oh, die Animation immer noch, ne? Ach Mann, ja, danke. Wusste ich. Das ging aber schnell. Smartphone-Junkie, Smombie. Ja, echt, ey. Das ist das Jugendwort. Welcher Jugendliche kennt es nicht? Jugendwort des Jahres im letzten Jahr wurde Smombie. Smombie, oh Gott. Das klingt schon so. So. Smartphone-Zombie. Aber die Geschwindigkeit lasse ich auf 3. Ja, ich weiß ja, du hast mit dem Lesen so ein paar Probleme. Ja. richtig. So, kommen wir wieder zu der lustigen Quelle hin, sag mal. Zu der lustigen Quelle? Citar Orb, der ist neu. Was ist denn das? Weiß ich nicht, das Item ist neu. Ach so, das meintest du. Das ist neu. Ja, Citar Orb, okay. Wenn gucken wir mal, ob es hier da ist oder woanders. Citar Orb. Einweg-Item. Dass das Rufen von Pokémon einfacher macht, betragen Items bei Pokémon, die unter dem Einfluss von Bedroher stehen, die Initiative. Aha. Warte. Einweg-Item, das heißt, es wird verbraucht. Dass das Rufen von Pokémon einfacher macht. Aha. Hä? Betragen erhöht es bei Pokémon, die unter dem Einfluss von Bedroher stehen, die Initiative. Ja, okay. Wenn dein Pokémon durch Bedroher betroffen ist, ja, dann hat es mehr Initiative. Aber was heißt,
dass das Rufen von Pokémon einfacher macht? Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man selber irgendwann welche rufen? Nee, es wäre ja dann wieder Pokémobil, aber das macht ja null Sinn in der... Nee, ich meine rufen im Sinne von Verstärkung. Aber das wäre ja, dann würde man sicher einen Gegner rufen. Ja. So, den Typen habe ich schon mal besiegt. Untersuch mal da unten den Boden, weil diese Einhöhlung da, nee, links, wo Welche? Du gerade warst, das wird doch da nicht umsonst sein. Ah, ich hab's versucht, ich hab's schon probiert. Nee, es ist echt nichts da.